Schlacht von Peleliu fand ihr Ende im November 1944. Drei schwere Monate später als angenommen. Als wir uns auf den Weg nach Okinawa machten, wurde das Flugfeld von entscheidendem Wert. Dort waren auch die Jungs von den US Navy Black Cats stationiert. Männer, die eher ihr Leben riskieren würden, als einen von uns in feindlichen Gewässer zurückzulassen. Ruth, gleich direkt über Ihnen! Ja, ich sehe Sie. Landry, Verbindung herstellen. Major Gordon, Schiffe sind jetzt in Sichtweite. Zivile japanische Handelsflotte. Ziel unbekannt. Sie bringen Nachschub für den Feind nach Okinawa. Legitime Ziele? Bestätigt. Sie sind Teil der gegnerischen Kriegsmaschinerie. Angriffserlaubnis erteilt. Over und out. Verstanden. Laughlin, Locke, auf Ihre Positionen! Ziele suchen! Feuer eröffnen! Scheinwerfer aus! Patrouille, gut weg! Das war ein Treffer!
Wir haben sie erwischt, aber sie gehen nicht runter. Ich bringe uns möglichst nah ran. Das muss klappen. Letzter Überflug. Bestätigt, Hammerhead. Ihr zweites Triebwerk qualmt ganz schön. Die Anzeige ist noch nicht im roten Bereich. Sollten wir hinbekommen. Solange wir nicht auf noch mehr Feinde treffen. Oh, Scheiße. Captain, ein Notruf. Die Flotte wurde auf dem Weg nach Okinawa schwer getroffen. Die Luftunterstützung ist zu weit entfernt. Mindestens ein Infanterietransportschiff ist bereits gesunken. Okay. Lock, Rumpfluke verschließen. Wir setzen auf dem Wasser auf. Holen wir unsere Männer. Oh, God!
haben wir uns geschlagen. Locke hat sich ziemlich gut geschlagen. Wir haben 4. Okay, nichts wie nach Hause.